Liebe Zuschauer, Sie glauben, Ihre Stadt zu kennen? Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, denn unsere Stadt hat so einige Geheimnisse, die es noch zu entdecken gibt. Frau Gabriele Lukacs, schönen guten Abend. Es freut mich, dass Sie bei uns sind. Sie verraten uns vielleicht heute einige dieser Geheimnisse. Schauen wir mal, wie erzählfreudig Sie sind. Aber Sie haben ein Buch herausgebracht, das heißt Wien, Geheimnisse einer Stadt. Und da geht es um rätselhafte Botschaften und verschlüsselte Codes. Und über das wollen wir heute mit Ihnen plaudern. Gerne. Ja, es klingt ja alles fast so wie der Da Vinci Code von Dan Brown. Und ich habe auch gelesen, in Ihrem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Leonardos Mysterium. Was hat es denn mit diesem Kapitel auf sich? Ja, auch wir in Wien haben ein Mysterium von Leonardo da Vinci, denn wir haben ein Mosaik seines berühmten Abendmahlgemäldes in der Minoritenkirche. Und zwar nicht irgendeines, sondern in den Originalmaßen, genauso groß, wie es in Mailand ist. Und genau dieselbe Szene, genau dieselben Farben. Und wir können genauso darauf wie in Mailand den Da Vinci Code entschlüsseln. Den werden Sie uns verraten jetzt? Darf man den wissen? Nun, den hat ja schon Dan Brown entschlüsselt. Aber was ich gezeigt habe, ist in dem Buch, dass wir auch in Wien dieses Bild haben und viel besser eigentlich als in Mailand das sehen können, welche Rätsel, welche Codes in dem Bild verschlüsselt sind. Denn unser Bild in Wien ist viel deutlicher, viel farbenprächtiger und viel klarer und zeigt das besser. Welche Geheimnisse gibt es denn sonst noch in Wien? Welche geheimen Botschaften? Ja, wir haben in Wien viele Geheimnisse. Und auf dem Titelbild habe ich den Obelisk von Schönbrunn. Ich darf das mal in die Kamera halten. Und dieser Obelisk hat Hieroglyphen, die damals, als der Obelisk gebaut wurde, 1777, noch gar nicht entschlüsselt waren. Das heißt, die waren noch gar nicht bekannt, man konnte sie nicht lesen, man konnte sie nicht verstehen. Jetzt ergibt sich die gute Frage, nun, wieso konnten die damals 50 Jahre, also ein halbes Jahrhundert vor der Entdeckung der Hieroglyphen. Wie konnten die das machen? Das ist das große Rätsel. Und das wird wahrscheinlich aufgelöst in Ihrem Buch, oder? Das ist richtig. Aber einen Hinweis darf ich Ihnen schon geben. Ja, bitte gerne, ja. Also wir brennen darauf. Also es hat mit den Illuminaten zu tun. Und der Architekt, der diesen Obelisk gebaut hat, 1777, der Ferdinand von Hohenberg, er war Mitglied bei den Illuminaten, so viel wissen wir. Und er hat in verschiedenen Schriften und in Botschaften und in Zeichen und Zahlenrätseln das entschlüsselt und das enthüllt. Ich darf noch ein paar weitere Beispiele nennen, was es noch so gibt in Wien. Zum Beispiel das Pentagramm von Schönbrunn, die magische 3 an der Pestsäule am Graben oder auch zum Beispiel die Mauerzeichen am Stephansdom. Wie sind Sie denn auf all diese Zeichen gestoßen? Ja, ich bin schon seit vielen Jahren Fremdenführerin in Wien und zeige den Gästen alle diese Geheimnisse und die Leute brennen darauf und wollen das natürlich wissen. Und es ist viel interessanter als das Offensichtliche. Wer hat das alles hinterlassen, diese geheimen Botschaften? Nun, die Habsburger unter anderem. Und im Besonderen in Schönbrunn war es der Kaiser Franz Stephan von Lothringen, der Gemahl der Maria Theresia. Was reizt Sie daran, an diesem Geheimnisvollen? Das, was unbekannt ist, das, was man nicht weiß. Und vor allem das Entschlüsseln von den Codes. Wenn man erst dahinter kommt, was da wirklich dahinter steckt, das ist ganz spannend. Das reizt mich. Darf ich Sie zum Abschluss des Gesprächs noch nach Ihrem absoluten Lieblingsgeheimnis in Wien fragen? Was finden Sie am spannendsten? Also ich finde Schönbrunn, die ganze Anlage von Schönbrunn am spannendsten. Da ist nämlich das meiste versteckt, da ist das meiste verborgen und das meiste noch unbekannt. Na bitte, das heißt vielleicht, wenn man mal am Wochenende dann einen Spaziergang dort macht, kann man sich umschauen. Oder mit Ihnen eben auf die Mystery Tour gehen. Diese Möglichkeit gibt es ja auch. Alle Informationen dazu blenden wir jetzt ein bei uns. Und ich dürfte Sie noch bitten, Sie haben nämlich 3 Bücher mitgebracht. Sie sind so lieb und signieren die für unsere Zuschauer, denn die werden wir verlosen. Liebe Zuschauer, es gibt 3 Bücher zu gewinnen. Wien, Geheimnisse einer Stadt. Wenn Sie die gewinnen wollen, schreiben Sie uns ein E-Mail. 3 Stück verlosen wir an die schnellsten 3. Guten Abend, wien@w24.at. Das ist die richtige Adresse. Ja, Frau Lukacs, ich bedanke mich fürs Kommen. Sie signieren brav weiter. Dankeschön. Und ich mache derweil die Moderation für den nächsten Beitrag. Auf Wiedersehen.